Im Namen Allahs, Salamas, Barmherzigen, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten und Frieden und Segen auf den Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister im Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Heute machen wir Hadith Nummer 6, Hadith der Woche. Ich weiß, es kommt etwas spät, aber Alhamdulillah, wir haben es doch geschafft, noch diese Woche diesen Hadith aufzunehmen. Und der Hadith geht wie folgt: Der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, hat gesagt, nutze 5 aus, bevor dich 5 erreichen werden. Nutze deine Jugend, bevor du alt bist. Nutze dein Leben, bevor du stirbst. Nutze deine Freizeit, bevor du beschäftigt sein wirst. Nutze deine Gesundheit, bevor du krank wirst. Und nutze dein Reichtum, bevor du verarmst. Überliefert von Tirmidhi. Ich wiederhole nochmal den Hadith, oder ich wiederhole diese 5 Sachen des Hadith. Nutze deine Jugend, bevor du alt wirst. Nutze dein Leben, bevor du stirbst. Nutze deine Freizeit, bevor du beschäftigt oder bevor du beschäftigt sein wirst. Und nutze deine Gesundheit, bevor du krank wirst, und nutze deinen Reichtum, bevor du verarmst. 5 Sachen, liebe Geschwister, sagt der Prophet, so wir nutzen, bevor uns die anderen 5 Sachen erreichen, und dann wir die Dinge nicht nutzen können. Ja, ein sehr schöner Hadith, sehr schön nützliche Sachen. So, bi'idhnillahi ta'ala, bitten wir Allah ta'ala darum und sagen, oh Allah, lass uns von denjenigen sein, die diese 5 Dinge nutzen werden, bevor sie diese 5 andere Dinge erreichen. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum, bis nächste Woche mit dem nächsten Hadith.